So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin dazu auch mit dabei, ist der Kuga, der Rucho und die Schlumpfine. Hallo. Hallöchen. Schönen guten Tag. Oh, was haben wir denn hier Leckeres? Na komm her, komm. Steak mit Kartoffeln. Ja, warum nicht, ne? Genau. Dann wollen wir doch mal loslegen. Na. Und hoffen, dass wir hier nicht alle viel sterben. Das wäre ein bisschen doof heute. So, na komm her. Ja. Wirst du wohl? Mal sehen, was der Tag so bringt heute, ne? Genau, ich würde sagen, Kohle, ach ne Quatsch, was war's? Blei und Eisen. Eisen. Blei und Eisen. Ich glaube, Blei ist hier um die Ecke. Ich habe doch einen Hund oder einen Wolf oder sowas gehört. Meiner schläft. Da hinten. Wo da hinten? Richtung Südosten. Oh, warte mal. Ein Wolf? Ach, genau. Ups. Es geht los. Hörst du wohl? Finger weg. Hier ist ein Loch. Wo? Ich höre irgendwo ein... Hier sind viele Löcher. Was ist denn hier passiert? Ah, da sind doch die... Lass schnell. Wo ist mein anderes Teil? Die Explosionsjungs, war das nicht das? Kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls das eine Loch nicht. Quatsch. Hier ist Blei. Ich hol mal Blei. Ach, da ist ein... Hier ist ein Zombie drin. Ich glaub's ja nicht. So. Fall um. Hab ich was vergessen? Na klar, hab ich was vergessen. Okay, so. Die Dame ist fertig. Ich guck mal hier. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier hat sich ein Zombie aus der Mine, der in die Mine gefallen ist, hochgegraben. Okay. Warte mal, habe ich hier irgendwo ein Loch? Wir haben jetzt hier einen Zombie-Maulwürfe. Ja, guck dir das mal an. Ja, Sekunde. Oh, man kann mich jetzt mal erlutschen. Also hier in der, ja, wo wir Blei haben, da ist auch ein Zombie gewesen. Warte, ich muss mal sehen, wie da ist Blei. Mal an, wo seid ihr denn? Ah. Hier, wo es hüpft. Hüpft. Wo es hüpft. Oh. Warte mal, wir machen das mal. Das ist schräg von unten hochgegraben. Ist mal reingeübt? Geh mal gucken, wo der Tunnel hinführt. Ja, in unsere Mine. Ach, da hat er ganz schön. Aber hier oben. Da hat er aber einen ganz schön gebuddelt, hä? Der Kamerad. Ja. Wie geil. Ich bin wieder. Oh, Quatsch mal. Hier vorne. Ab hier. Wundert doch. Ich bin doch gerade reingegangen. Ich hab nicht gesehen, weil ich gerade fast runtergeplumpt bin. Warte, ich komm zurück. Hier. Ah. Nur das ganze Tier hier, siehst du? Ja. Ist doch geil. Man hat auch hier rum versucht. Hier ist aber nicht weitergekommen. Ey, guck mal, ach, die Mütze. Ja, manchmal muss ein bisschen lüften. So. Der wollte sich bestimmt durchbuddeln, so unten in die Hütte. Ja, und hat sich um 10 Meter verschätzt. Ja. Irgendwas ist doch immer. Beide, die werden echt immer rapider. Wie bei mir, in meinem Spiel hast du ja vorhin gleich noch mitbekommen. Ich hatte hier so ein Huhn gehabt, das dir das Meer geteilt hat, mehr oder weniger. Ja, stimmt, da war auch das Huhn, schlecht. Ja. Das Moses-Huhn, war das nicht so? Ja, genau. Ja, genau. Ein Huhn, was ein Meer geteilt hat. Ja. Du bist sicher, dass du... keine Drogen nimmst oder so? Wir haben alle gesehen, die Mine, die alle gesehen werden. Ich hab das nicht gesehen. Du hast ja vorhin gesagt, du hast ihn gehört. Ja, aber selbst an einen Huhn, welches das Meer geteilt hätte, hätte ich mich erinnert. Doch, das mag ich. Fast war.
Krach. Oh. Na, komm noch. Ach komm, Händler, mach auf. Wir gucken, wann die neue Folge kriegst. Was? Da hat jemand geschrien? Wer war's? Ich nicht. Ich hab nichts gehört. Oh Gott. Warum soll ich auch schreien? Vielleicht vor Angst? Da schießt einer. Oh Gott, das war die Lady in Weiß. Ach so. Da kommt der Nächste. Na super. Oh, da kommt mal der Grüne an die Reihe. Die wollen mir doch nicht ans Leder hier unten, oder was? Doch. Doch, das wollen sie. Oh, nee, 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 nee. Alter Freund. Hey, ach, ja. Gottes Willen. Na, komm doch hoch. Warum bist du hier nicht hoch? Komm ich nicht mehr hoch. Jetzt helft der Dame doch mal. Ja, ohne Mensch. Soll ich schieben? Nee, geht nicht. Wir müssen erst Leiter bauen. Ach so, okay. Alles kaputt gemacht haben sie dir hier. Ah, super. Was können dann das? Oh, Schottgas, kaufen. Wirst du wohl? Mit den Ruhe lassen? Oh, hier kommt noch welche. Was? Achtung, Zova, kommen da welche runter? Na super. Komm mal her zu mir. Genau, ja. Wer hat ihr ruiniert, die alles kaputt macht? Eine Lesleiter kaputt. Na super. Wir müssen, glaube ich, mal eventuell eine andere Leiter hier anbauen. Etwas massiveres? Ja, oder ich muss den Deckel drauf machen, damit die hier nicht durchfallen. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. Ja. So. So, dann bauen wir mal hier oben Leiter an. Geht aber auch ein Sprit weg, ne? Mein lieber Freund. So, ich mach mal dann Deckel oben drauf. So, oh ja, das wäre gut, ja. Aufgebieten. Wenn man so zielsicher ist, ne, und voll daneben steht, yep. Das ist meistens nicht so gut. Dann war der Kaffee nicht stark genug. Ich hab meinen wieder leer geschluckt. Schon wieder. Ja, nun. Wenn er kalt wird, dann schluckt er. Dann muss ich schon... Dann muss ich... Wie heißt das? Wie auf der Arbeit, wir haben so eine Horror-Kaffeemaschine. Wieso Horror-Maschine? Ja, weißt du, die kocht den Kaffee so heiß, du schaffst nicht in der Pause eine Tasse Kaffee zu trinken, weil das so heiß ist. Okay. Da bin ich echt schon überlegen, ne? Sollst du da lieber kaltes Wasser oben raufkippen?
Also wenn du schnell genug bist, dann siehst du sie sogar noch blubbern. So. War hier jetzt hier auch Eisen zu finden? Oder nur Blei? Was ist das hier? Wo bist du? Also da, wo ich sitze, da ist nur Blei drin und ein bisschen... sag schnell. Kohle habe ich gerade hier. Ah. Müssten wir jede Menge zu Hause haben. Da haben wir jede Menge. Tschüss. Wann bist du so nett zu denen? Wann bist du so nett zu denen? Der hat mich so freundlich angelächelt, deswegen. Ach so. So. Beute. Ich wittere da einen Hauch von Verrat. Ja. Aber. Es hört sich so an, als ob du dich mit dem Feind anfreundest. Nicht doch. Ich habe hier gerade zwei nette Ladies in Blau. Mhm. Etwas kräftig, aber nett. Oh, die Unterricht. Ich müsste erstmal wechseln. Ja. Oh. Die haben wahrscheinlich ein Winterkleid an. Das trägt ein bisschen auf. Na? Winterkleid mit Pelz, ja. Ja, genau. Und schon habe ich wieder dicke, fette Gänsehaut. Ich schaffe ein Bild mehr. Ja, also, ja. Mein Ihr. Oh, groß sind die Teile. Vier Stück. Und ein Stück auch auf. Du hast einen Fernseher? Ich höre Fernsehen und Vogelgezwitscher. Die ganze Zeit. Ja. Einen? Ich weiß nicht, ob das deiner ist. Kann sein. Jetzt, was hörst du denn am Fernsehen? Irgendeine, ich glaube, eine Frauenstimme ist das. Nee, kann nicht sein. Also ich weiß nicht, ob das jemand hört, aber man versteht nicht wirklich. Tatsächlich, das Mikro geht an. Aber da ist keine Frau. Ja, wie gesagt. So, jetzt musst du still sein. Nee, jetzt rein sie bei mir hier drin rum. Ja, aber da kann ich nichts dran machen. Ich arbeite aber schon, ich kann das für die Seite hin. Ja. Wobei ich hatte gegen das Vogel gesucht, da hatte ich kein Problem. Nur der Fernseher hat mich gestört, weil ich nicht verstanden habe. Ist doch was Feines, wenn die Vögelchen dann schon in Nacht um vier anfangen zu zwitschern. Ja, nimmt man gerne mit, ne? Ja. Ich denke, ich kann keine auch. Ich habe nur noch alle gesehen. Aber Schrotflintenteil haben wir noch eine Menge gebraucht.
War eine ganze Menge, ja. Ja, 16 Stück, glaube ich, pro Teil. Wir hatten keine mehr. Richtig. So, ich habe 6, 12.000 Blei, das ist schon mal ein bisschen, ne? Ja. 6, 12.000 Blei. In der Ende. So, komme ich auch raus? Ja. Ei. Bei Schaden jetzt nicht mehr. Da brauchen wir nicht mehr. Oder hat noch eine gebraucht? Nö, ne? Was, ne? Und zwei hier Scharfschützengewehr. Nee. Und jetzt ein bisschen gewundert. Ah. Ich bin Waschbeckenabbau. Habe ich noch im Hintergrund eben so gerade dran gedacht. Gerade so noch. Aber so gerade. Ist jemand zu Hause? Nee, ne? Ich bin nicht zu Hause. Das Tor war auf. Oh. Geht das nicht mehr automatisch zu? Ist irgendwas falsch gelaufen? Muss mal schauen. Macht mich jetzt auch nervös. Kein Strom. Sofort ausgelöst. Das ist gut. Wir wollen ja nicht das, ne? Ja, lang vermisst, ne? Genau. Immer, ach hier. Das, ja. Naja, das bringt uns dann auch auf, so Gedanken, wenn sie mal nicht mehr zu hören sind, ne? Ja, ist da ein Unfall gewesen? Gedanken. Ist da was passiert? Oh mein Gott. Du hast es doch nicht hier gemacht. Auch durch. Ach, 5 Millionen Steine, ne? Was ist das Wichtigste in einem Fitnessstudio im Keller? Medizinschränke, 3 Stück. Ja klar. Oh ja, man kann sich ja verletzen, ne? Nee, ich glaube, Ruf hat das gefunden, was ich meinte. Was denn? Anabolika. Ah, so. Okay. Genau so. Ja, stimmt. Ja, so weit habe ich nicht gedacht. Ja, muss ja gekühlt gelagert werden, wenn ich mich recht erinnere. Weil ich bin im Kühlschrank auch bewahren. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Den habe ich mal im Fernsehen gesehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. In der Grube, wo du eben warst, wo ich jetzt noch drin bin, Zova, da habe ich eine Kiste mal hingestellt für Steine. Habe ich die Steine jetzt drin gepackt. Ach so, okay, ja, genau. Weil wir haben echt unnormal viel. Wir können, wenn du so willst, eine Kiste mit Steine machen, eine Kiste mit Lehm machen, eine Kiste mit Beton machen. Also, theoretisch. Juri. Das ist ja furchtbar, ist ja. Vorstellbar. Ja. Ich habe hier noch 2 Punkte. Ich weiß gar nicht, was ich denn machen soll. Luxusproblem. Ich habe die mal irgendwo reingebaut. Mal so spontan. So, ich habe mal hier Blei reingeschmissen, ne? Jetzt. Yes. In die eine. Taschenlampe kannst du dir wohl nicht schicken. Aber bitte richtig rum. Na ja, gut. Ob du jetzt nach innen oder nach außen leuchtet? Das so einen Unterschied macht. Also die Taschenlampe, die ich kenne, sind an der leuchtenden Seite meistens dicker als an der anderen. Ich finde, das macht schon einen Unterschied. Ich denke mal nicht bei jedem. Oh. Ja, wenn schon dann, ne?
Popkino. Ah, nee, lass mal. Wo sollen wir denn hin? Wirklich? Ja, Schraubenschlüssel finde ich zwar. Immer 200 Eisen. Jedenfalls beim Schmelzen. Ich weiß nicht, was es beim Scrappen macht. Ja, wenn du die erst auf zerlegst und dann einschmilzt, ist so viel Holmer weniger. Ja, ja. Waschbecken auseinandergenommen. Ui! Klingt nach einem Plan. Ja. Warum rennt ihr denn alle? Habt ihr nur alle? Hallo, hallo? Du hast ihn gerade erwischt, den Sportclub. Ach, nö. Nee. Mein Footballspieler jetzt auch noch. Meinst du, die sind sauer, dass ich deren Zeug mitgenommen habe? Niemals. Gut. Da war ich schon drin. Kaputt zu kriegen, ja. Du warst aber schnell, Lady. Geht mir gar nicht. So. Stirb jetzt endlich und verderb das Wasser. Ach, der Rucho ist wieder richtig nett heute. Ja, nu. Wenn man mit denen normal spricht und kriegt dann hier so eine Reaktion, dann muss man die Tonart ändern. Klingeling. Klingeling. Oh. Wieso hab ich überhaupt mal Hunger? Fällt mir ja gar nicht. Irgendwo läuft der herum. Ich höre ihn, sehen bloß nicht. Und. Ach du Scheiße. Nee. Mann, so viele Waffenkisten, aber alles nur so Schundzeug drin. Ja, gell? Furchtbar. Schuhe. Braucht noch jemand Schuhe? Noch einer ohne Fahrschein hier? Schuhe. Kein Mensch braucht Schuhe. Ohne Fahrschein? Hast du da alles im Karussellfahren eingeladen? Ja, yep, so ungefähr. Jeder darf mal. Genau. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Genau. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Juhu! Ich bin ja mal gespannt, das ist ja soweit alles offen, aber ob dann jetzt hier diese etwas stadtfestmäßige Veranstaltungen stattfinden dürfen in den nächsten ein, zwei Monaten, das würde ich nicht wissen. Glaube ich nicht so wirklich dran. Ach ja. Oh. Herr Schlumpfine, du kennst das ja wahrscheinlich hier, das Mein Uferfest. Was? Mein Uferfest. Ja. Dein Uferfest? Wird ja schon überall angeschrieben, aber die einen sagen, das wäre nur online. Da denke ich mir auch immer, was quatscht ihr denn da online? Soll das funktionieren?
Nur Online-Party. Keine Ahnung, aber... Nee, deswegen sage ich lieber gar nichts. Ist ja im August. Ich sag mal, bei uns, sage ich mal, Fortbildungen für uns sind immer noch online, obwohl schon viele sagen, es geht auch so wieder, aber... Ja, soll ja auch, also ist mein Uwe-Fest, auch gut da stattfinden. Also, da ist ja noch ein paar Tage bis hin, ne? Gottes ja. Huh, das war einer. Na komm mal her, du kriegst eine mit der Keule. Das ist ja letztes Jahr schon ausgefallen, das hat mir schon gar nicht gepasst. Okay, ich sag lieber nix. Das läuft ja unter der Kategorie Großveranstaltungen, ne? Mhm. Rede mit dem Händler, na gut. Leer, leer, leer. Also solche Veranstaltungen durchzuführen, bevor nicht, also weiß nicht, mindestens 80% durchgeimpft sind, halte ich für sehr riskant. Ja, genau. Ich auch. Für die Sachen weiß ich nicht. Das ist mir alles noch zu gewagt. Sag ich jetzt mal so für mich. Drum sage also, ich ja, es ist ja bis zum August ist ja noch... Kommst du denn her? Knapp. Ja, bis August werden wir vielleicht gerade mal auf 50% sein, höchstens. Also diese Veranstaltung, die wir gerade hier gerade angesprochen haben, die ist wann ist die eigentlich? 24. August, glaube ich. Im August irgendwann, ja, mit August. Ich glaub 24. oder so. Ich meine, okay, dass die Maskenpflicht und so weiter, dass die definitiv weiterhin bestehen bleiben, müsste erst einmal, das ist klar, einleuchtend. Mhm. Props. Also wir haben bei uns 50% Scheiße. Wollen wir den mal holen? Ja, schauen wir mal. Warte mal. So. Ja, ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ja. Ich finde es ja jetzt schon teilweise abartig, wenn ich hier in die Stadt gehe und sehe, was die, die Cafés und so weiter schon Schlangen stehen, bei den Eisgeschäften überall. Ja. Und da interessiert sie auf einmal nicht mehr, dass man Abstand halten könnte. Naja, nee, keine Chance. Naja. Ja, ich sag mal, bei uns wirst du schon schief angeguckt, weil, sag ich mal, wenn hier zu viele Menschen da in der Stadt sind, sag ich mal, da so auf dem Marktplatz, hab ich lieber noch die Mundschutz auf der Nase. Weil ich traue der ganzen Sache immer noch nicht da. Weiß nicht, dass da Angst ist, du steckst dich da irgendwo noch an. Mhm. Da ist wohl was dran, ja. Aber ich sehe es, wie gesagt... Ja, aber es interessiert eben keinen mehr. Die sind, ich manchmal, vieles finde ich leichtfertig noch im Moment. Ja, vor allen Dingen, wenn die sich dann hier hinsetzen, beim Eiscafé, habe ich gesehen, zum Beispiel, da sitzen sie alle draußen ohne Maske. Okay, ja. Wenn ihr Eis essen oder Kaffee trinken, logisch, funktioniert ja nicht anders da. Aber die meisten hocken ja dann nur so da, um hier die anderen anzugaffen. Spätestens da würde ich aber schon sagen, ihr dann, wenn ihr die nicht esst oder trinkt, dann könnt ihr eure Masken auch anziehen, ne? Ja. Ja, es geht ja nicht. Du kannst ja nicht flirten. Funktioniert doch nicht. Ja. Ja gut, ein paar haben es ja tatsächlich hingekriegt und machen das hier, aber das sind wirklich nur noch die wenigsten. Aber wenigstens halten sie sich dann daran, in Geschäften, Bank und etc. die Maske aufzulassen. Wenigstens. Ich würde eiskalt die Leute rausschmeißen. Und wenn die dann mit irgendwie diesen fadenscheinigen Gründen kommen, ja, ich habe aber einen Attest, ich darf keine Maske tragen. Mhm, genau. Ja, dann gehst du halt in einem anderen Laden einkaufen. Mein Laden, meine Tür, meine Regel. Fertig. Ja, da gab's auch schon größere Diskussionen darüber, ne? Weil die Geschäfte haben manche ja rausgeschmissen. Und die wollten dann dagegen die Geschäfte angeben. Die hieß dann aber, nee, ein Inhaber muss dich nicht reinlassen. Nee, aber das ist sein privater... Ob du einen Attest hast oder nicht. Genau, das ist sein Laden. Ganz ja, genau. Und er entscheidet, ja. So ist es. Finde ich auch richtig so. Ja, ja, natürlich. Absolut. Du Scheiße, was ist hier los? Oh mein Gott. Kann ich deine Maske nicht aufziehen? Dann lässt es, aber kommst du auch nicht rein? Ja. Ende. Dann scheint sie die Sachen nicht so dringend zu brauchen. Ja, nee, also, da kann ich auch die Ladenvermieter etc. komplett nachvollziehen. Absolut. Ja.
Alter Freund. Oh, und wenn das alle durchziehen würden, dieser schöne Nebeneffekt, dass die ganzen Querdenker verhungern. Die verhungern nicht. Die haben lange darauf gewartet, dass sie endlich was finden, wo sie da rummaulen kann. Ja, natürlich. Corona, ja, dann finden die auch schon das nächste. Die haben sich wahrscheinlich in so ein hohes Loch gefreut, wie dann endlich wieder was kam, wo sie auf die Barrikaden gehen können. Aber dann müssten sie ja eine Maske aufsetzen, sonst kriegen sie ja nichts Neues zum Essen. Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße, ne? Dann kommen sie mit ihrer Gardinenmaske. Quatsch. Ja, da ist das schon nicht mehr da, das haben wir ja mal an andere gedacht wird. Und die denken da wirklich nur an sich selber. Na klar. Eben. Aber es gibt dann auch Leute, die wären ganz schön ausfallend. Mhm. Wenn du dann was sagst, habe ich oft genug geübt jetzt das letzte Jahr. Habe ich geübt? Ja. Ich sag mal, bei den Arbeiten, die ich dann letztes Jahr machen musste. Also, naja, da legst du dich dann mit Angehörigen an, du, da wackeln dir die Ohren, da kommen dann so ganz schöne Ausdrücke. Alle rausschmeißen. Ich finde, die Argumente, die sie manchmal haben, echt der Knaller. Ja, kann man das denn Argumente nennen? Diesen Blödsinn, den die in die Welt blubbern? Ich sehe das ja auch schon an meinen ausländischen Mitarbeitern. Wenn die da, wenn die mir erzählen, zum Beispiel, warum sie keine Maske möchten, beziehungsweise warum, das ist das Allerbeste, warum sie sich nicht spritzen lassen wollen, weil, wusste ich ja auch nicht, ne? Ist ja ganz klar. Hm. Man kann nämlich davon dann hinterher nicht mehr schwanger werden. Das ist das Erste, was ich. Ja, ja. Das ist ja geil. Oh, pass auf. Ich werde dann nicht mehr schwanger. Nein, du wirst. Nee, dann also, dann ist vorbei, ich gucke also, ne? B. Ja, dann ist vorbei. Ja, also, dann musst du echt. Ne? Ja, da, also dann entweder nehme ich oder. Das doch. Ich habe immer gedacht, wie schmerzhaft das sein muss, da so ein Kind rauszupressen. Das kannst du damit vermeiden. Ja. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber die Zeit ist durch, Freunde. Dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüssi. Ah. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich einen Zuschauer habe. Hallöchen. Hallo, Tiger-Andy.